Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Axiome sind sowas wie Grundregeln, auf die man sich in einer bestimmten mathematischen Disziplin einigt und aus denen man die übrigen Rechenregeln ableitet. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind das die Axiome dafür, was ist überhaupt ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Und die folgenden Axiome wurden zuerst vom Mathematiker Kolmogorov formuliert und sehen folgendermaßen aus. Wenn wir einen endlichen Ergebnisraum haben, also sowas wie die Zahlen von 1 bis 6 beim Würfelwurf, dann ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß eine Zuordnung von jeder möglichen Teilmenge a, dieser Ergebnismenge, auf einen Wert p von a, den wir eben Wahrscheinlichkeit nennen, p wie Probability. Und dieses Maß oder diese Zuordnung muss drei Axiome erfüllen. Erstens, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis A eintritt, muss größer oder gleich 0 sein. Also immer größer oder gleich 0. Die Wahrscheinlichkeit, dass das sichere Ereignis eintritt, also der gesamte Ergebnisraum, die muss 1 sein. Und falls A und B sich ausschließende Ereignisse sind, also die nicht gleichzeitig eintreten können, mathematisch sagt man auch disjunkt sind, also wo die Schnittmenge von A geschnitten B die leere Menge ist, da gilt, dass P von A oder B, dass eben eins der beiden Ereignisse eintritt oder beide, dass das einfach P von A plus P von B ist. Und ich denke, alle drei Rechenregeln sind grundsätzlich intuitiv. Wir hatten gesagt, Wahrscheinlichkeiten möchten wir gerne haben, dass die zwischen 0 und 1 sind. 0 unmöglich, 1 komplett sicher. Und dass, wenn ich zwei Ereignisse habe, die nicht gleichzeitig eintreten können, die Wahrscheinlichkeit, dass das eine oder das andere eintritt, einfach die Summe der Wahrscheinlichkeiten ist, ist auch eine sinnvolle Forderung. Und aus diesen drei Regeln können wir nun alle anderen Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten ableiten, die wir hier brauchen. Kurze Nebenbemerkung noch zu dem, was sind Axiome? Ich hatte es im Eingang kurz schon gesagt, bilden das Rückgrat jeder mathematischen Disziplin und sind Aussagen, die nicht begründet oder bewiesen werden. Sowas wie Grundspielregeln, auf die man sich einigt und sagt, das gilt. Und daraus leitet man dann aber die anderen Regeln ab. Und hier hat man eben drei sinnvolle Regeln, aus denen man dann die übrigen Rechenregeln ableiten kann. Das Schwierige beim Formulieren von Axiomen ist grundsätzlich, einen sinnvollen und möglichst minimalen Satz von Axiomen zu formulieren. Und bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung hat es eben auch mehrere Jahrhunderte gedauert, zwischen den Anfängen der modernen Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Formulierung von diesen Axiomen durch Kolmogorov. Damit wollen wir uns aber nicht weiter befassen, sondern schauen uns jetzt an, was können wir damit wirklich tun. Wie kommen wir denn zum Beispiel zu einem solchen Wahrscheinlichkeitsmaß kommen, das diese drei Axiome erfüllen soll? Da sind mehrere Zugänge denkbar. Die einzige Bedingung ist ja eben, dass sie eben diesen drei Axiomen genügen. Und der häufigste Zugang ist aber der sogenannte objektivistische oder statistische Zugang. Und der besagt einfach, dass wenn ich einen bestimmten Vorgang wieder und wieder und wieder wiederhole, dass dann die empirische relative Häufigkeit sich einem bestimmten Grenzwert annähert. Beispielsweise das Werfen einer fairen Münze, dass die relative Häufigkeit für Kopf bei sehr vielen Wiederholungen immer näher an 50% dran liegt. Oder dass das Würfeln einer 6 beim fairen Würfel immer näher an ein Sechstel dran liegt, je häufiger ich diese Wiederholung durchführe. Dieser statistische Wahrscheinlichkeitsbegriff nutzt einem natürlich nur etwas bei Ereignissen, die man auch unter den gleichen Bedingungen wiederholen kann. Da gibt es viele Situationen, gibt aber auch viele Situationen, wo das nicht der Fall ist. Ja, wenn uns interessiert, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump 2024 wieder zum Präsidenten gewählt wird, dann haben wir da nicht n Wiederholungen mit einer sehr großen Anzahl n, sondern gibt es eine Wahl im Jahr 2024 und da wird er wieder gewählt oder eben nicht. Und für solche Einschätzungen bedient man sich entweder
Hilfsmittel, dass man so ähnliche Situationen sich von woanders anschaut, wo man wieder statistische Methoden verwenden kann. Oder man verwendet einen sogenannten subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff. Das kann zum Beispiel aus Einschätzung von Experten kommen oder ähnliches. Und das ist auch für die Wirtschaftswissenschaften immer wieder nützlich oder in der Politik eben, wo Ereignisse nur einmal passieren und man keine statistisch verlässlichen Daten hat und deshalb Expertenmeinungen zu Rate zieht. Und diesen Experteneinschätzungen kann man dann auch weiterrechnen, aber eben nur, falls sie diese drei Grundrechenregeln auch erfüllen. Eine häufige Situation zum Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten ist, dass eben alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind. Das haben wir beim Werfen einer fairen Münze oder eines fairen Würfels. Und dann in einem solchen Fall spricht man auch von einem sogenannten Laplace-Experiment, wo also die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Element des Ereignisraums einfach 1 durch den Betrag des Ereignisraums ist, also wie viele Elementarereignisse es gibt. Und beim Berechnen von den Wahrscheinlichkeiten für ein bestimmtes Ereignis A kann man dann so vorgehen, dass man sagt, man zählt einfach die Anzahl der für A günstigen Ergebnisse und dividiert das durch die Anzahl der möglichen Ergebnisse in Omega. Klingt vielleicht zunächst mal abstrakt, ist aber wieder ganz einfach. Wieder langweiligstes Beispiel, Würfelwurf. Die Ergebnismenge sind die Zahlen 1 bis 6 und die haben bei einem fairen Würfel alle die gleiche Wahrscheinlichkeit. Wir haben also dann ein Laplace-Experiment. Und wenn uns dann interessiert, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt eine gerade Augenzahl, dann wissen wir, die möglichen oder die günstigen Ereignisse sind 2, 4 und 6. Die möglichen sind 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das sind also drei günstige bei sechs möglichen Ausgängen und das entspricht dem Verhältnis von 1,5 oder 50%. Sprich, beim fairen Würfel kommt in der Hälfte der Fälle eine gerade Zahl, in der anderen Hälfte eine ungerade Zahl. Ist natürlich hier ein einfacher Fall, wo wir diese Rechenregel gar nicht unbedingt gebraucht hätten. Da hätte unsere Intuition schon gut genug funktioniert. Jetzt schauen wir uns aber ein Beispiel an, wo das nicht mehr ganz so einfach ist. Nämlich, wie groß ist beim zweimaligen Werfen eines sechsseitigen Würfels die Wahrscheinlichkeit für die Augensumme 11 bzw. die Augensumme 12? Und eine Möglichkeit hier, den Ergebnisraum zu formulieren, wäre zu sagen, die Augensumme kann im kleinsten Fall 2 sein, nämlich wenn ich eine 1 und eine 1 würfel, dann ist eine 3 möglich, 4, 5, 6 und so weiter, bis hin zu 12, wenn ich genau eine 6 und eine 6 würfel. Das Problem ist, dass vorher klar ist, dieses ist kein Laplace-Experiment, wenn ich das Omega so formuliere. Warum? Weil nicht alle Ausgänge gleich wahrscheinlich sind. Eine 12 kann eben nur mit einer 6 und einer 6 gewürfelt werden, während eine 7 kann mit einer 1 und einer 6, einer 2 und einer 5, einer 3 und einer 4 gewürfelt werden. Also es müssen die Ausgänge unterschiedlich wahrscheinlich sein. Deshalb können wir uns anschauen, eine alternative Darstellung der möglichen Ergebnisse. Und zwar, dass wir nicht die Augensumme hinschreiben, sondern wirklich das Paar von Würfelergebnissen. Und wenn wir die Würfel unabhängig voneinander werfen, dann wissen wir, beim ersten Wurf kann 1, 2, 3, 4, 5 und 6 kommen und beim zweiten Wurf genauso. Und die beeinflussen sich gegenseitig nicht, wenn ich die nacheinander werfe. Und das heißt, der erste Wurf kann eine 1 sein, der zweite eine 1, der erste eine 1, der zweite eine 2 und so weiter und so fort. Dann gibt es insgesamt 6 mal 6 mögliche Ausgänge, 36 Stück, und diese Kombinationen sind dann gleich wahrscheinlich. Da gibt es keins, was irgendwie bevorzugt wird. Können wir uns also hinschreiben, was zeigt der erste Würfel an, was zeigt der zweite Würfel an und was ist dann also das Paar von den Werten, die da rauskommen? Und da kann also beim ersten 4, beim zweiten 3 sein oder es kann auch beim ersten 3 und beim zweiten 4 sein.
und so weiter. Und alle von diesen Ausgängen haben jetzt die Wahrscheinlichkeit 1/36 und wir können damit also mit unserer Laplace-Abzählregel die Wahrscheinlichkeiten berechnen. Schauen wir uns also mal an, was das für unsere Augensummen bedeutet. Die Augensumme 1 kann ich nur mit einer einzigen Kombination würfeln. Wenn der erste Würfel eine 1 würfelt und der zweite auch. Und dann haben wir die Wahrscheinlichkeit 1/36 also. Die Augensumme 3 hingegen kann kommen, wenn ich mit dem ersten eine 1 und mit dem zweiten eine 2 würfel oder mit dem ersten eine 2 und mit dem zweiten eine 1. Es gibt also zwei günstige bei 36 möglichen Ereignissen. Und so können wir dann fortschreiten. Da sehen wir, dass zunächst die möglichen Kombinationen, die für die entsprechende Augensumme günstig sind, anwachsen und dann fallen sie wieder ab. Und die beiden Fälle, die uns interessieren, sind jetzt also 11 und 12. Klar ist, die 12 kann ich eben nur mit 6 und 6 bekommen, 1/36. Die 11 hingegen kann ich bekommen, indem ich mit dem einen Würfel eine 5 und mit dem anderen eine 6 würfel oder mit dem einen eine 6 und mit dem anderen eine 5. Gibt also 2/36. Damit ist die Wahrscheinlichkeit nicht die gleiche, sondern unterscheidet sich. Die 11 kommt doppelt so häufig vor wie die 12. Entgegen der Intuition von dem Herrn Leibniz, als seines Zeichens herausragender Mathematiker, aber damals noch nicht mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeitstheorie ausgestattet, um das leicht berechnen zu können. Schauen wir uns noch ein paar weitere Beispiele dafür an. Ja, ein Würfel mit den Augenzahlen 1 bis 6 wird zweimal geworfen. Es sei x die Augenzahl des ersten Wurfs, y jene des zweiten Wurfs. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für jene Teilmenge der Ergebnismenge, die dem Ereignis x plus y kleiner 4 entspricht. Ist jetzt also auch wieder ein bestimmter Ausgang. Ja, wir sind daran interessiert, Augensumme kleiner als 4. Wie wahrscheinlich ist das? Naja, da schauen wir uns eben unter allen möglichen Elementarereignissen wieder die günstigen an. X plus y kleiner 4 heißt entweder beide 1, der erste 1, der zweite 2 oder der erste 2 und der zweite 1. Und das sind dann also 3 von 36. Beim Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten und mit Ereignissen ist es also so, dass wir viele Querbeziehungen zwischen Mengenlehre und Wahrscheinlichkeitsrechnung haben, weil Ereignisse eben Mengen sind, Teilmengen unseres Ergebnisraums. Und deshalb verwenden wir auch die gleichen Symbole zur Beschreibung von Aussagen und von Mengen. Also A oder B ist die Menge aller Elemente, die zu A oder B gehören. So würden wir es aus der Mengenlehre kennen. Und bei Ereignissen heißt es, dass entweder das Ereignis A oder das Ereignis B eintritt oder eben auch beide gleichzeitig. A und B oder A geschnitten B ist die Menge aller Elemente, die sowohl zu A als auch zu B gehören. Das heißt, sowohl das Ereignis A als auch das Ereignis B muss eintreten, beide gemeinsam. Also Durchschnitt oder logisches und. A quer bezeichnet die Menge aller Elemente, die nicht zu A gehören. In der Mengenlehre sagt man dazu eben auch das Komplement. Ja, also alle Elemente, die wohl im Ereignisraum drin sind, aber eben nicht zu der Menge A gehören. Und die logische Verneinung ist das. Das Ereignis A tritt nicht ein. Wird manchmal auch mit A' oder A-Komplement bezeichnet. Wir hier auf den Folien verwenden immer A-Quer. Und für all diese Ereignisse wollen wir dann also jetzt auch Rechenregeln haben, dass wir mit denen, dass wir die Wahrscheinlichkeiten dafür ausrechnen können, die miteinander kombinieren können und so weiter. Und das werden wir uns also in den nachfolgenden Videos anschauen.